Ihr Lieben, wirklich gern hätten wir mit euch gemeinsam Schützefest gefeiert und die vielen schönen Momente auch gemeinsam mit euch erlebt. Ja, das vermissen wir sehr. Worauf ihr euch freut und was ihr vermisst, das seht ihr gleich. Ich freue mich am liebsten auf den Tanz mit Hille. Ich freue mich auf die Begegnung mit Freunden und Nachbarn, wenn es endlich wieder losgehen darf. Da freue ich mich am meisten drauf. Ja, am meisten vermisse ich natürlich die gute Stimmung auf dem Schützenfest. Also ich freue mich immer, dass jung, also von ganz jung bis ganz alt, harmonisch zusammen feiern können. Und ich hoffe einfach, dass wir im nächsten Jahr wieder zusammen Schützenfest feiern können. Freue mich da, mit ganz Westenholz wieder an der Theke stehen zu können. Und ganz besonders natürlich auf den Kindertanz. Den Kindergarten endlich wieder den Schützenvogel anmalen. Also wir freuen uns besonders, gemeinsam wieder tanzen zu können. Ich freue mich auch mal endlich wieder ein gezapftes Bier trinken zu können. Als amtierendes Königspaar würden wir natürlich sehr gerne das neue Königspaar begrüßen und umarmen. Ja, beim Schützenfest in Westenholz freue ich mich am meisten über den spannenden Wettkampf unserer Vogelstange. Also ich freue mich am meisten auf das Kinderschützenfest. Ja, als Musiker natürlich besonders der Zapfenstreich am Samstagabend mit der besonderen Atmosphäre und der Stimmung dabei. Das gilt ganz besonders. Was ist denn Schützenfest? Ja, zum Schützenfest freue ich mich, dass unser Dorf immer so wunderbar geschmückt ist. Fehlt das Autoscooterfahren mit meinem Bruder. Die Bombenstimmung im Zelt. Ich freue mich am meisten auf das Schützenfrühstück am Montagmorgen mit den ehemaligen Königinnen. Für uns ist das Schönste die feierliche Krönung auf dem Dorfplatz der Majestäten. Ich freue mich immer, dass der Schützenumzug bei mir so schön vor der Tür hergeht und ich aus dem Fenster gucken brauche und alles sehen kann. Am meisten freue ich mich auf Schützenfest, um Leute wieder zu treffen, die man sonst nicht trifft. Ich freue mich auf gewisse Traditionen, wie zum Beispiel die Gedenkfeier am Ehrenmal. Die fehlt jetzt zurzeit jedes Jahr, aber ich hoffe, dass sie dann spätestens nächstes Jahr wieder durchgeführt werden kann. Ich freue mich am meisten auf die Feier mit DJ Mino. Ja, die tolle Musik beim Umzug, das gehört einfach dazu. Das Gespräch mit den Leuten, mit Alt und Jung, Bekannte von nah und fern, das fehlt einfach. Mir fehlt am meisten die Party am Montagnachmittag. Mein Papa freut sich am meisten auf den Biertanz. Scheiß Corona! Ja, das und vieles mehr ist es, was unser Schützenfest so besonders macht. Wir sind jetzt einfach mal ganz optimistisch und freuen uns auf Pfingsten 2022, wenn es dann wieder heißt, herzlich willkommen zum Schützenfest in Westenholz. In Gleichschritt, Marsch!